So, Frau Landschaft. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Ihre Doktorarbeit. Wann glauben Sie, werden Sie dazu kommen? Ich studiere nicht mehr weiter. Wie meinen Sie das? Ich höre fürs Erste auf. Frau Landschaft, Sie geben Ihr Studium doch nicht auf. Nein, aber ich glaube, dass ich jetzt andere Dinge tun muss. Aber finden Sie, dass das richtig ist? Jemand, der Jura studiert, muss sich jetzt entscheiden, ob er reden oder wirklich was tun will. Ich habe mich fürs Letztere entschieden. Ja, sehen Sie, Frau Landschaft. Ich begreife, dass Sie die Loyalitätserklärung nicht unterschrieben haben. Aber ich würde es bedauern, wenn Sie sich in Gefahren begeben, denen sich ein junges Mädchen nicht aussetzen sollte. Sie haben mir die Grundlagen des Rechts beigebracht. Die kann man nicht nur vom Studierzimmer aus verteidigen. Aber so extrem liegen die Dinge doch nicht. Für mich schon. Sie haben sich wohl verändert. Nehmen Sie es mir nicht übel. Oh, ich nehme mir nichts übel. Ich wünsche Ihnen das Beste. Danke. Juden werden verhaftet. Arbeiter, die streiken, werden niedergeschossen. Niemand rührt einen Finger. Ihr unternehmt wenigstens was. Macht dir keine Illusionen, wir sind eine kleine Gruppe. Unsere Arbeit ist gefährlich. Sie kann dich das Leben kosten. Das weiß ich. Kann man dir auch vertrauen? Ja. Wie kann ich das wissen? Das kannst du nicht wissen. Das ist nämlich mein Problem. Das ist auch mein Problem. Wie meinst du das? Woher soll ich wissen, ob man dir vertrauen kann? Meine Gruppe ist der Ansicht, dass der Faschismus nur mit Gewalt bekämpft werden kann. Darum lernt jeder von uns schießen. Was dagegen? Nein. Ich habe aber noch nie geschossen. Und? Hast du deine Meinung nicht geändert? Nein. Mit einem Schuss muss es erledigt sein. Sie schafft es nicht. Wusste ich doch. Weiber. Darf ich vorstellen? Das war Hychrow.